Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EAFC 25. Und heute legen wir auch direkt los. Ich wollte eigentlich ja in der letzten Folge, habt ihr ja gesehen, ein bisschen Offscreen weiterspielen. Hat auf jeden Fall super funktioniert, wie man unschwer erkennen kann. Macht aber nichts. So. Wir spielen jetzt einfach mal gegen den Gegner. Was weiß ich, ich habe gerade nicht gesehen, wie der heißt. Völlig klar, auf wen heute alle Kameras gerichtet sind. Hat ja wirklich alles getroffen im letzten Spiel. Wir zeigen es Ihnen live. So. Ah, die haben das jetzt so angepasst mit den Ziehen. Geil. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem Spiel und was ein Fett wir da heute Kacke. Haben an diesem Abend. Es ist absolut herrlich. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, neben mir am Mikrofon, und geschätzte Kollege Jan Platte. Und wir freuen uns auf diese anstehende Bundesliga-Partie. Holstein-Kiel sieht gleich nach einer dicken Gelegenheit aus. Was? Und das ist so wichtig, das frühe 1-0. Digga, ich wusste jetzt gerade selber nicht, dass das da reingeht. Geiles Tor. Nochmal auf dieses Tor. Gar nicht so easy, den reinzumachen, hat da kaum Platz, aber der Abschluss. Geil. Der ist geil reingegangen. Also einer meiner Favorites Tors bisher, würde ich sagen. Ups. Da muss mehr kommen. Wollen wir hier den Rückstand oben bringen? Au. Na, Bayern München bekommt diesen Freistoß. Jetzt Kingsley Coman. Super. Ja, das haben sie gut gemacht. Und so wird es doch nicht gefährlich. Das ist der richtige Ball. Bruder, wohin schießt der? Der schießt nach, was weiß ich hin. Riesenchance, sich deutlich abzusetzen. Aber sie lassen sie liegen und deshalb ärgern sie sich so. Das hätte das Tor sein müssen. Definitiv hätte das. Das kann jetzt eine Riesenchance werden. Ein Tor sein müssen. So macht man ein Tor. Wiederholung sehen wir. Ja. Ah, ich wollte den Spielmodus, also die Schwierigkeitsdings noch höher sehen, ne? Drin ist er. Guter Pass, das könnte was werden. Das ist eine richtig dicke Gelegenheit. Ja, das ist zu einfach, wenn ich das spiele. Ja, ich muss es auf jeden Fall höher setzen. Wenn ich nicht schon wieder mal vergesse. Immer wieder durchsetzen kann. Wir sehen es bei diesem Treffer einfach richtig gut gemacht. Boah, wie kann man nur so lost sein und den Ball wieder verlieren? Mit dem Ding ist der Ball dann auch weg. Ja, und er hat jetzt mehrere Optionen, wo er hinspielen kann. Aber eine Option gibt es und das ist ins Tor rein. Jetzt. 4 zu 0. Das ist heute echt ein Statement. Weiter geht's. Ey, 20 Tore in 3 Partien. So. Ich habe 20 Tore in 3 Partien. Wir haben nur 3 Spiele gespielt und ich habe schon 20 Tore. Sehr gut gemacht. Und da ist er frei durch. Das muss gefährlich werden. Ein absolutes Schaulauf. Geil. Es steht also 5 zu 0. Die sind heute überragend. Und weiter geht's. Das könnte eine super Chance werden. Chance ist immer noch da. Kriegen sie den Ball jetzt aufs Tor. Ja, kann er die halten. Ja, jetzt aber. Wir müssen auch ein paar Vorlagen machen, ne? Nicht immer selber abschießen. Also, das halbe Dutzend vollgemacht. 6 zu 0. Ein Wahnsinn. Ja, starkes Tackling. Der hat sich selbst gemault. Ist abseits. Ah, Mist. Aber der hat sich selbst einfach gemault.
Und da könnte was gehen. Klasse Ball in die Spitze. Ja, gutes Tackling. Gut reingehauen. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Jetzt die Riesenchance. Das ist immer noch. Bam. Und er macht auch den. Er trifft schon wieder. Er schnürt seine Doppelpack. Nein, ich schieß nicht zu. Danke. Schiri pfeift. Oh, trotzdem abseits. Schade. Ich dachte, man kann die austricksen. Super gespielt hinter die Kette. Colin. Oder da stehe ich doch gar nicht. Ah, den haben sie gut abgefangen. Ups. Und da hat er heftig hingelangt. Also faul ist ja völlig unstrittig. Jetzt ist die Frage, kommt er nochmal so durch oder kriegt er Geld? Komm ich durch? Hey, jetzt ist das Internet scheiße. Ah, es geht wieder. Ah, ich bin nicht durchgekommen. Schade. Nee, der rollt nur gemütlich vor das Tor. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Bin ich, ja. Marcino. Colin. Hä, warum wollte denn jetzt da runter? Die Bayern holen sich den Ball. Was ist denn da los? Die schenken sich hier gegenseitig den Ball, als wäre Weihnachten. Ja, ich weiß nicht, wo ich hinschieben soll. Weil sich immer ein Kollege freiläuft. Ja, ah, das Mann. War nicht die richtige Entscheidung. Ball ist weg. Bruder, ich habe gar nichts gemacht, außer gelaufen. Was für eine nicht richtige Entscheidung. Ups. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Und jetzt ist er durch, auf dem Weg zum Torwart. Haben wir da. So, der ist auch wieder drin. Ich denke, wir haben 8 Tore in der Halbzeit. Langsam eine Vorführung. Und da geht's weiter. Und in der ersten Halbzeit spielt ja es halt quasi nur eine Mannschaft. Man guckt, ob das genau so weit geht. Ah, Halbzeit, okay. Und das war's. Wir gehen in die Pause. Die Pause beginnt. Okay. Ach, jetzt haben die ja Anstoß. So, Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Und das ist die Notbremse. Sieht zumindest so aus. Rot. Dann wär's die rote Karte. So, klare Sache. Eine Notbremse, klare Torchance wär's uns gewesen. Und damit ist ja klar, was kommt, der Platzverweis. Muss man, finde ich auch, genauso pfeifen. Überhaupt keine Frage. Das ist gut, wenn du es ohne Ruhe ausstrahlst bei einem Freistoß und den sogar festhältst. Peace. Ah, da steht er sehr gut. Oh, das ist eine dicke Chance. Der muss weiter aufpassen. Bam, Alter. Wahnsinn! Schon wieder ist er da! Das ist der Dreierpack! Sehr bald. Technisch sehr sauber. Das könnte eine super Chance werden. Oh, der passt! Tja, was mache ich da? Habt ihr es gesehen? Ich hab kurz gedanced. 10 Tore, let's go! Und weg ist der Ball. Ja.
Position. Gute Chance. Ja, die Parade aber ist noch heiß. Digga, er schießt neben das Tor. Wie kann man denn nur so lost sein? Und wie knapp geht der vorbei? Sie haben wirklich Pech in dieser Szene. Die Gerüchte zuletzt wurden ja immer klarer. Jetzt ist und jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Ja, gibt den Freistoß. Oh, der ist wie gemalt. Super Position. So, beim FC Bayern. Also Personalwechsel. Hält den Freistoß sicher fest. Keine Gefahr. Ja, irgendwie kriege ich Freistöße nie richtig hin. Ist weg. Jetzt die Riesenchance. Und jetzt ist er hat einfach meinen Ball geklaut. Was ist das für ein Otze? Otze, Alter. Jetzt aber. Und jetzt lasse ich mich auch auswechseln, weil ich habe keine Ausdauer mehr. So. Ja, restliche Zeit simulieren, ja. Ja, 12-0, schmeckt doch. Let's go. Ja, 11 Tore oder so. Die hat man nicht einfach mal so, ne? Okay. Oh! Ich glaube, die UEFA Champions League beginnt. Nur ohne Sound. Gegen Danzig, glaube ich. Okay, gute Spielerleistung. Ich habe das Spiel gegen Holstein Kiel dominiert. Ja, das habe ich. Was will der Agent jetzt schon wieder? Es freut mich, dass du deine Fans auf der Zeit hast, dass es bei dir läuft. Das machst du gut. Ja, das sagst du jedes Mal, wenn ich das mache. Ah, die beiden laufen noch. Okay. Liga-Phase. Das Neue mit der Liga-Phase oder wie? Ich bin Level 9. Geil. Nee, ich will nichts kaufen. Oh, Skillpunkte, genau. Digga, ich bin so eine Maschine in Schießen auch. So. Passen, ja gut, passen, Dribbling und sowas noch nicht. Ich mache aber immer lieber so erstmal alles fertig und dann fange ich beim nächsten an, weil ne, ich bin dann hier praktisch eine komplette Maschine. Ich bin bei Weitschüsse bei 99 dann. Ja und schwacher Fuß habe ich auch komplett überall 99 und so. Das schmeckt, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut. Außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt ein paar Mal gesagt. Haut rein, euer Samuel.